Moin Leute, Penis. es war so klar, dass du irgendwas planst. Einfach weitermachen. Okay, einfach weitermachen, Lukas. Wir sind seriös. Nee, sind wir nicht. Also du zumindest nicht. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Rome 2 mit Pergamon und Arminien, mit Corny und mir. Wobei, Corny werde ich nach dem Part, glaube ich, umbringen. Dann ist das ein Solo-Projekt. Hallo? Hallo? Ich werde Armenien auf dich hetzen. Ich hätte dir vorher noch den Krieg erklären. So, erstmal Antiochia niederreißen, jetzt gehört mir Antioch, ja? Genau, das war der Cliff. Jetzt hättest du eigentlich, weil du den Leuten den letzten Part im Cliffhanger gemacht hast, die Schlacht selber machen müssen. Nee. Einfach nur. Weißt du, das war jetzt nicht interessant für die Leute, du hast einfach nur ein Autobattle gemacht. Nein, das funktioniert nicht. Vielleicht kann ich es dann auch nochmal machen. Was hast du denn vor? So. Ich wollte dir eine Satrapie anbieten, aber ich muss jetzt die Kohle erstmal noch mehr speichern. Oh, die haben Jerusalem eingenommen. Und Petra. Ja. Da. Ich weiß. Innerhalb von einer Runde. Diese Schufte. Nee. Jerusalem hatten sie schon eine Runde vorher gehabt. Achso, Ägypten gehört ja mir, ne? Haben wir. So war eigentlich der Plan, hast du gesagt, ja. Haben wir gesagt, genau, hier ist der Schlussstrich. Genau, weil hier Nabatea so eine schöne Grenze ist nochmal. So. Schick mein Spiro runter und guck mal, was da so los ist. Okay, die haben hier eine kleine Armee in Jerusalem noch. Was haben die eigentlich für Nahrungsmittelproduktion hier? Plus 1. Das ändern wir mal. Jetzt nicht mehr. Minus 2. Nee, minus 1. Also wenn du Salamis einnimmst, haben sie eine Hungersnot, würde ich mal sagen, ja? Das klingt doch gut. Aber in Salamis haben sie nur einen Tempel des Neptun. Nee, was ist das? Doch, Neptun. Oder Poseidon. Eins von beiden. Im Tempel des Poseidon haben sie. So. Du bist wieder aufgestiegen. Du musst aber weiterziehen. Wo ist die nächste reiche Provinz, von der wir Geld klauen können? Pergamon! Was? Da will ich nochmal hingehen. Was? Im Ernst? Nee, ich gehe jetzt nach Ägypten. Italia ist viel. Ja, aber da komme ich nicht hin. Thrakien. Zu Lebenszeiten. Eine Tatsache von allen Provinzen. Ich glaube, ich gehe auch nach Thrakien. Ich stehe ja momentan in. Katharinensis ist sehr wertvoll. Kilikien ist sehr wertvoll. Britannien ist sehr wertvoll. Thrakien kommt ganz zum Schluss. Parthien ist bei dir in der Nähe, um Ecke. Parthien ist genauso weit weg wie Ägypten. Dann gehe ich lieber nach Ägypten, wo ich mehr bekomme. So. Italien 3080. Was haben die Römer denn da gebaut? Bitteschön. So, dann beenden wir mal die Runde. Übrigens, die Römer sind nicht in die Cisalpina eingemarschiert. Nee. Du wolltest die Runde beenden. Ja, warte. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin noch ganz. Ich habe gerade noch Level-Ups hier, um die ich mich noch kümmern muss. Ist in Salamis keine Armee? Hast du die abgezogen? Hat er die abgezogen? Ja, die hat er abgezogen. Ja, dann die ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und die andere nach Side. Ah ja, da, ich sehe es. Ja gut, aber damit kommt er ja nicht weit. Damit kann er ja nichts machen. Doch, er kann Side einnehmen. Nein, ich habe deine Armee in der Nähe. Nee, die musst du jetzt rüberschicken. Dann nicht mehr. Ja, aber erst muss ich mich um die Macht des Herakles kümmern. Dann muss ich, glaube ich, die Armee aus Thapsus heißt es ja nicht mehr, Tarsus nehmen. Thapsus ist drüben bei Karthago, Lukas. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Ja, jetzt bist du ein bisschen schlauer, das ist doch gut. Ja, in Salamis ist halt einfach nichts drin. Ja, nimm ein. Gönn dir. Jetzt habe ich auch Glas. Vielleicht wollen jetzt mehr Leute mit mir handeln. So, jetzt müssten diese Lokinen einen Hungersnot haben, weil sie minus 1 Nahrung haben. Was erforsche ich denn jetzt? Unterhaltskosten nur für die Flotte. Naja, so viel habe ich jetzt nicht. Schon wieder eine Rebellenarmee an Dura. Das gibt's doch nicht, ey. Aber hier verbessertes RAM ist nice, das nehme ich.
Ach komm, So, jetzt wird wirklich? Zardes endlich vertrieben. Komm schon, die kriegst du jetzt. Jetzt ist sie down. Ja, eben, wollte sagen. Das, was noch viel mehr stürzen, wahrscheinlich die plündernden Flotten mit jeweils einer einzigen Einheit drin, die haben bei die minus 10 Moral machen pro Einheit, Armee. Ja, da muss ich auch noch was gegen machen. Aber eigentlich kann ich doch jetzt hier mit der Armee. Lukas, weißt du, worauf ich gerade richtig Bock habe? Worauf? Auf den Big Rösti. Nur weil du das Video von Tanzverbot gesehen hast? Nein, weil die auch so lecker sind. Ich habe den Kann ich nicht ja sagen, selber ich habe gegessen. nie einen gegessen. Stimmt, ich habe mir am selben Tag noch einen geholt. Nee, am Tag danach. Achso. Stimmt, doch an einem Tag. Und ich habe mir am Tag danach auch noch mal einen geholt. Ja? Wie bitte? Hast du mir die Käseherzen mitgebracht? Hatten sie nicht. Als ob, du hast nur nicht dran gedacht. Nö, du Du warst auf hast Arbeit. im. Lass mich! Hilfe! Ich sagte Ich doch, werde gehauen! Conny stirbt zum Ende hin der Runde, des Parts. Wie bitte? Couch ist frei, da kannst du heute Nacht schlafen. Dankeschön. So, ich darf heute Nacht auf der Couch schlafen, habe ich gehört. Tja. Ja, shit happens, wa? Oh, würdest du eigentlich auch Verfolgungstrihemolien bevorzugen anstatt die Überfallhemolien? Die Trihemolien sind besser als die Überfallhemolien. Ja, würdest du sie Die sind bevorzugen, sag ich mal? ja, stärker, größer und haben mehr Männer drauf. Irgendein Nachteil? Nö, ne? Sie sind langsamer. Echt? Aber hier steht doch hier schnelle und angemessen starke Verfolgungsschiffe. Ja, aber sie sind nicht so schnell wie Überfallhemolien, weil sie einen Ticken größer sind, dadurch schwerer, Lukas. Echt? Okay. Das ist ganz einfache Physik. Wenn etwas größer ist, bei gleicher Dichte, dann ist es Ja, schwerer. schon klar, aber hätte ja sein können, dass sie dann doch irgendwie. So, du gehst jetzt wieder nach Nikomedia. Oh, ich würde es jetzt mega feiern, wenn die Seleukiden gleich wieder hungern. Das wäre cool. So viele Handelsrouten hier von uns. So, und dann kann ich bald meine Flotte einsetzen, die ist bald da. Und nach Ägypten übersetzen kann ich dann auch in Ruhe. Nice. Mal sehen, was passiert. Willst du dich erstmal Griechenland holen, bevor du nach Ägypten gehst? Du bist sowieso ein kleiner Ägypten-Fanboy, kann das sein? So ein bisschen, ja. Was wollt ihr denn jetzt? Ja, nice, die Seleukiden hungern jetzt. Und gewonnen? Ey, cool, du hast die andere Flotte gleich mit versenkt. Jo. Ja, ein bisschen weniger Arbeit. Stimmt, eigentlich könnte ich auch direkt nach Griechenland gehen. Wäre jetzt so eigentlich passend, weil die gerade im Krieg sind. Mit den Makedonen haben die ordentlich zu tun. Dann müsste ich die Armee aus Salamis. Ja, nee, muss ich ja nicht. Die aus Rhodos reicht ja. Du kannst ja einen Sparta einfallen, dann kannst du dich von unten nach oben arbeiten. Dann hast du keinen, der dir in den Rücken fallen kann. Oder an die Seite. Da müsste ich aber eigentlich mit Knossos anfangen. Du kannst Knossos überspringen. Warum? Knossos mischt sich nicht ein, die kannst du auch zum Schluss machen. Ganz ehrlich, die haben in meiner Ägypten-Kampagne, haben sie mir den Krieg erklärt, zwei, dreimal. Ne? Irgendwann habe ich dann gesagt, Was? ja, habe ich dann auch gesagt, nee, hier, leckt mich und habe die einfach fertig gemacht. Ja, geil. Hey, danke, Atropatene. Du hast mir meine Feinde platt gemacht. Aber du hast recht, ich könnte über Sparta gehen. Habe ich irgendwelche Abkommen mit Sparta? Müsste ich dann gucken. Jura-Rebellion. Aber zieh mich bitte nicht wieder in den Krieg rein. Ich will mit denen handeln, ja? Ich kann nämlich nicht helfen. Weil ich sowieso zu weit weg bin. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, es reicht nicht. So. Ach so, die Speer-AGMA kann ich erst ab Stufe 4 rekrutieren. Genau, das war meine Befürchtung.
Weil wir diese Lokier natürlich einfach ganz nach Batea einnehmen. So. Biet mal viel Geld an, was passiert denn? Wollen wirklich nicht. Ich baue Antiochia um. Ich stelle hier eine Armee rein. Und die hält die ganzen Feinde auf. Welche Feinde kommen denn da hin? Jetzt erstmal keine, aber ich rechne damit, dass die Flotte eventuell noch kommen könnte. Also müsste ich diese Runde. So. Oh, ich sollte nicht mal meinen Sohn verheiraten. Der schon 22 ist wahrscheinlich. Ja. So, was ist denn jetzt hier passiert? Gucken wir mal kurz rein. Minus 14 Loyalität. Warum? Frömmler. Deswegen. Gut. Gehen wir auf diplomatische Mission nach Athen, bitte. Danke. Dann können wir die Runde jetzt auch beenden. Ne? Haben die jetzt hier alle makedonischen Armeen einfach fertig gemacht? Epidamus gehört Sparta, oha. Und Navisos gehört Athen. Da hast du ordentlich zu tun dann. Ja, sehe ich auch so. Aber ich fange ja unten bei Sparta an. So, Tyros hat eine Garnison. Tyros hat eine Garnison. Super. Dann kann ich nächste Runde Jerusalem einnehmen. Sehr schön. Ja, finde ich auch. So, wenn er hier nicht kämpft? Nee, leider nicht. Spiel organisieren in Syrien. Ich glaube, bevor ich losgehe, muddel ich meine Armee eben um. Was? Meine Spionin ist gestorben? Badum. Ja, aber natürlich er tot. Hier die Herbarn-Pekiniere kann ich durch normale Pekiniere ersetzen. Oh, nehme ich eine Artillerie mit? Ich glaube, ich nehme eine Artillerie mit. Ich glaube, es lohnt sich. Lukas nimmt eine Arti mit. Oder nehme ich zwei mit? Ich nehme zwei mit. Große Art. Was ist denn los mit dir? Ich bin auf Drogen. Den Eindruck habe ich bei dir öfter. Ich bei dir auch, Lukas. Was? Voll auf Ecstasy bist du, ha? Nein. Ich nicht. Ich troll gerade ein bisschen. Ja, das sowieso. Ich kann auch ohne Drogen ganz lustig sein. Was ist das für ein Chaos? Triballer haben Pulpudeva. Navisos gehört Athen. Epidamnos gehört Sparta. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um da einzugreifen, Lukas. Du hast nur Chaos. Ja, doch. Ich weiß, ich greife auch nicht so rein. Wo kommst du an? In Sparta, denke ich. Das wäre ganz gut. Nächste Runde schon. Ich warte mit Spannung auf wow. Botschaft, die zweifellos von der Weisheit Athenes selbst. Herr, Athen ist immer noch ein Klientelkönigtum von Makedonien? What? Von wem denn? Von wem sind denn die Klientel oder haben die ein Klientel? Nee, Klientelkönigtum von Makedonien. Wirklich? Die haben doch gerade gegen die gekämpft. Ja, anscheinend ist der Befreiungskrieg noch nicht vorbei. Das ist ein bisschen random. Oder sind vielleicht die Makedonier jetzt Klientel von Athen? Nee. Sicher? Deren Klientel-Königtümer Athen. Okay, das ist random. Und Sparta ist im Krieg mit Makedonien. Hä? Das ergibt... Das ist hart random. Das ergibt keinen Sinn. Nicht wirklich, nein. Und Sparta und Makedonien lieben... Sparta und Athen leben sich ja auch noch. Okay, jetzt ist wirklich der perfekte Zeitpunkt, um einzugreifen, Lukas. Ja, wie gesagt, ich muss noch eine Runde warten, bis die Armee umgerüstet ist. Das hätte ich eigentlich vorher machen können, aber gut. Aber meine Flotte ist schon da, das ist gut. Und die ist fertig.
könnte eigentlich schon mal die spartanische Flotte da versenken. Naja, mal gucken. Hat Media mich wirklich nicht angegriffen? Sind die ein bisschen blöd? Ja, okay, wir haben jetzt gleich eine Schlacht, Lukas. Echt? Ja. Oha. Gegen die Flammen der Reinigung. Und Lukas, ich gebe dir auch wieder Einheiten. Pass bitte auf, dass sie nicht sterben. Nicht absetzen, ja? Das war ein Versehen. Ich bin unheimlich nachtragend, wie du mittlerweile weißt. Ja. Zumindest bei kleinen, unwichtigen Themen. Gut, ja, dann gebe ich das Ruder an dich ab. Yay. Ah, nee, die Media. Du warst ja die ganze Zeit dran. Ist noch gar nichts passiert. Mal sehen, ob Media mich jetzt angreift. Ich habe nicht meine Armee ja bewusst eingestellt. Du warst jetzt so lange in der Runde, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass da zwischendurch die KI noch gar nicht dran war. Du bist ja immer vor mir dran. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Nein, er greift meinen Würdentrigger an, der nichts bringt. Das war ja nur mal dämlich. Ja, geil, erschlag ihn mit deinem Krückstock. Penis. Ein Abkommen zwischen uns wäre den Göttern gefällig und ließe unsere Feinde. Ja. Also Leute, das Gen habt ihr dann bei Nico drin. Und jetzt habt ihr ein Gen von Nico bei mir dran. Yeah. Dieser Quali-Shit, Lukas. Das ist doch nur natürlich. Außerdem ist jetzt. Ist ja in der Woche. Es ist schon spät. Da wird man irgendwann müde. Ja. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, nachts um 22.30 Uhr. Hättest du nicht irgendwie 2.30 Uhr sagen können? Ah, ich hab mich verlesen. Steht 2.30 Uhr. Das glaubt doch jetzt eh kein Mensch mehr, Lukas. Nee. Aber das können wir im nächsten Part ja wieder ändern. Kann ich was anderes sagen? Das hast du 5.30 Uhr morgens. Ja, Nervia und Kimban haben Frieden verhandelt. Fehlgeschlagen Diplomatie, Diplomat gestorben. Geil. Alter. So viel passiert diese Runde. Minus 4 Loyalität nur zum Glück. Was haben wir hier? Die Flügel des Pegasus. Die Wahrheit kann auch unbewaffnet die Welt durchschreiten. Ich könnte eine zweite Flotte bauen. Ja? Mhm. Mittlerweile mache ich ganz gut Geld. 3.000 pro Runde. Ja, nice. Ich mache 5.000 fast. Oha. Ja, ich konnte meinen Armeeunterhalt senken. Statt 6.000 zahle ich jetzt nur noch 5.600. Das ist nice. Dann hast du wahrscheinlich deine Unterhaltskosten gesenkt, während du deine Armee nicht vergrößert hast. Ja, aber wodurch denn? Was habe ich denn fertiggestellt? Das kann ich nicht sagen. So, Judäa gehört jetzt mir. Wir müssen hier auf Kultur gehen. Gut. Die Armee ist tatsächlich nicht abgehauen. Die ist geblieben. Na gut, wenn du nicht kommst, dann stehe ich jetzt auch. Mach das gleiche wie du. Was erforsche ich denn danach? Eigentlich wäre das ganz gut, glaube ich. Ja. Ich habe so viel Cash. Das glaubst du nicht. Boah. Nächste Runde kann ich Petra einnehmen. Wobei, ich kann ja denen den Frieden anbieten. Vielleicht wollt ihr jetzt. Na gut, wenn ich jetzt Glück habe, kann ich nächste Runde die Seleukiden einfach so vasalisieren und dann habe ich auch deren Satrapien. Das wäre halt ultra geil, weil ich dann einfach mal alles östlich von mir besitze. Sofort. Naja, nicht alles, aber Großteil. Ja, eigentlich fast alles. Oh, ich habe vergessen, meine Armee hier aufzubauen. Oh, ich kann kartische Axtkämpfer schon rekrutieren. Cool. Ich will von allen Speckkämpfern per Schnittebogen schützen. Brauche ich gar nicht. Mhm.
Innerhalb von einer Runde einfach mal 8 Einheiten rekrutieren. Cool. Diese Provinz ist echt hart drauf. So, mal sehen, ob ich noch Petra einnehmen kann oder ob mir Nabatea zuvorkommen. So, mein Armee ist fertig. Dann setzen wir doch jetzt mal über nach Sparta. Oh, Lukas, ich weiß jetzt schon, was ich als nächstes Let's Playen werde. Nach Karthago zum Beispiel. Was denn? Makedonien hat ganz klar gewonnen mit 50% der Stimmen bei 200 abgegebenen Stimmen. Ja, hört sich doch gut an. Ja. Steht schon fest. Jetzt überlege ich, was ich am Sonntag streame. Ich könnte die Eolia streamen, die haben wir noch gar nicht irgendwo. Cool. Oder streame ich Roxolan? Ich weiß nicht. Mal schauen. So, ich stelle jetzt noch eine zweite Flotte auf. Bitte, Nabatea, greift nicht Petra an. Tut mir diesen Gefallen. Dann kann ich Petra einnehmen und ich kann die Seleukiden satrapieren. Das wäre so hart geil. So, wann lande ich in Sparta? Mal eben gucken. 2 Runden. 3 Runden, dann bis zur Kriegserklärung. Nice. Wie viele Regionen hast du eigentlich mittlerweile? Eine. Provinzen, sagst du gerade. Ich meine so. Regionen. 1, 2, 3. Du kannst auf deinen Fraktionsbildschirm gehen und da hast du dann auch Regionen im Besitz aufgelistet. Achso, ja, 12. Stimmt. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Okay. Und bei dir? 13. Ja, ist ja gar nicht so viel auseinander. Wir haben ein ähnliches Wachstum gerade. So. Wenn du das. Oh, jetzt komm schon. Nabatea, bitte. Beendest du die Runde? Ja, ich habe meine Agenten wieder vergessen. Übrigens, lustigerweise, schon wieder, wenn du dran bist, Part beenden, neuen Part anfangen. Yeah, Timing. Ist auch immer bei dir, ne? Irgendwie schon, ja. Los, Nabatea, greift bitte nicht Petra an. Tut mir diesen einen Gefallen, wenn ihr mich lieben tut. Ist der Sparta dran? Jetzt kommt Nabatea. Und ja, sie haben es nicht gemacht. Booyah. Jetzt kann ich Nabatea, die Seleukiden einnehmen und satrapieren. Schalala, schalala. Oha. Da habe ich einfach mal instant. Das Thema, ein Riesenreich. Thema Bruti scheint, Bruti Scipion scheint komplizierter zu sein als gedacht, weil jeder was anderes versteht. Wie, was meinst du denn? Worauf beziehst du dich gerade? The Game of Law? Ja. Ob wir das irgendwann mal hinkriegen, Nico, dass unsere beiden Parteien ja, sich ich wieder weiß mögen. Nicht. Ich weiß, ich habe ja eigentlich nicht. Ich sage halt nur das, was meine Partei will und was ich halt selber auch für richtig halte und dann. Naja, man kann es halt keinem richtig machen gerade, oder? Oh, das will ich jetzt noch wissen. Wobei, nee, wir machen jetzt hier wieder einen Cliffhanger. Haha! Leute, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Together Rome 2 Total War mit Lukas und meiner Wenigkeit Armenien und Pergamon. Und wenn ihr diesen Content feiert, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Das hilft uns ungemein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. So, hier, wie heißt er nochmal? Maru hat es gerade eben geschafft, einen Riesenschritt in Richtung Kampagne zu machen beim Mod. Also kann es sein, dass wir bald mit unserem eigenen Mod starten können, Lukas. Oh, warte, ich habe die Aufnahme gleich beendet. Tschüss.